Ja, so sieht es aus, wenn es bei uns mal wieder an Speicherkartentests geht. Mit dabei ganz neue Modelle, super schnelle Modelle, aber auch ein paar ja, alte Bekannte, sagen wir es einfach mal, damit man einen Vergleich hat, was hat sich denn getan? Kann ich meine alte Speicherkarte noch nutzen oder ist eine neue Speicherkarte wirklich viel, viel schneller? Dazu jetzt mehr im neuen Video. Damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal alle Karten weg, die jetzt nicht weiter interessant sind, weil sie im Test nicht wirklich aus der Masse hervorstechen konnten. Ich probiere das mal so, das hier auch noch, genau. Dann haben wir nämlich den Blick frei für die echten Highlights, die es denn im Test so gab. Fangen wir einfach mal an mit der schnellsten Karte, wie sich das einfach gehört. Die hätten wir nämlich einmal hier. Das ist die Lexa Professional 2000-fach. Hört man vielleicht auch schon an der Zahl, da hat sich einiges getan. Mit bis zu 300 Megabyte pro Sekunde konnten wir im Test nicht ganz erreichen, aber immerhin so knapp über 280 Megabyte pro Sekunde schafft sie noch. Lesen zumindest, aber auch schreiben kann man wirklich wahnsinnig schnell. Nur natürlich, wenn man eine Kamera und oder Kartenleser mit UHS-II-Unterstützung hat, sieht man hier hinten auch an den neuen Kontakten, die es auf diesen Speicherkarten gibt. Insgesamt ein sehr spannendes Modell und wie gesagt in Sachen Performance das absolute Highlight, das Beste, was ihr gerade bekommen könnt. Wenig langsamer, das ist noch die Toshiba Xperia Pro, also auch ein professionelles Modell mit bis zu 260 MB pro Sekunde. Die konnten wir auch soweit ja, im Test bestätigen. Also, wie gesagt, die beiden schnellsten Speicherkarten, die es gerade gibt für Geschwindigkeitsfreaks, was echt Schönes. Leider kameratechnisch immer noch schwer, da eine zu finden, die das wirklich ausnutzen kann. Mal schauen, wie die Nikon D500 abschneidet. Die haben wir auch gerade zum Test bekommen. Das könnte die erste Kamera sein, die wirklich einen Performance-Benefit hat, wenn man denn solche Speicherkarten einsetzt. Sonst reicht eigentlich weiterhin auch hier eine SanDisk Extreme Pro mit nur in Anführungszeichen 95 MB pro Sekunde, aber zumindest in der Kamera macht es keinen bedeutenden Unterschied, da ist die eigentlich genauso schnell wie die Toshiba oder die Lexa Speicherkarte, das also hier so in Sachen Performance das absolute Highlight. Ein weiteres Highlight für mich, das kam von Lexa nochmal, das ist die Professional 633-fach, also schon deutlich langsamer als die 2000-fache, aber ihr könnt es schon sehen mit 512 GB. Was mich aus technischer Sicht einfach mal interessiert hat, macht das noch einen Unterschied bei der Geschwindigkeit? Also gerade wenn man es mal vergleicht mit den alten 633-Fachkarten, ist die hohe Kapazität ein Problem. Aber auch da kann ich Entwarnung geben. Also wer wirklich viel Speicher braucht, zum Beispiel für Zeitrafferaufnahmen oder natürlich wer wirklich intensiv Videoaufnahmen anfertigt, kann gefahrlos zu solchen Karten greifen. Ist natürlich eine ganz schöne Investition, das ist klar. Aber wie gesagt, wer den Speicherplatz braucht, hat in Sachen Geschwindigkeit nicht zu befürchten. Ob jetzt die Karte 32 oder 512 GB hat, macht dabei soweit keinen Unterschied. Jetzt zu meinem ja, Preis-Leistungstipp, den man so nennen kann, das ist die Lexa Professional 1000-fach, also formell von der Geschwindigkeit her knapp die Hälfte von dem, was man beim 2000-fach-Modell angegeben hat, kommt auch grob hin, also die 150 MB pro Sekunde lesen zumindest, kann man problemlos erreichen, wenn man einen passenden Cardreader hat. Ist sehr schön, denn so kann man wirklich mit voller Geschwindigkeit auf moderne Festplatten oder natürlich SSDs kopieren. Im Notebook-Bereich gibt es ja auch schon einige integrierte Cardreader mit UHS-II-Unterstützung. Wie gesagt, dafür ein sehr schönes Modell. Die Performance in der Kamera ist auch gut, nicht auf Spitzenniveau, aber ich sag mal so im Schnitt 30% unter den absoluten Top-Modellen. Größter Vorteil hier ist einfach mal der Preis. Bei den Top-Modellen seid ihr schnell bei 1,5 bis 2 Euro, die ihr pro Gigabyte berappen müsst. Bei dem 1000-fach-Modell derzeit grob 65 Cent pro Gigabyte, die ihr zahlt, also nicht mal die Hälfte und dafür wirklich eine sehr ordentliche Performance. Aktuell, wie gesagt, mein absoluter Preis-Leistungstipp, auch zukunftssicher. Deswegen, wenn ihr nach was schaut, was nicht wirklich nur billig sein soll, sondern schon ein bisschen mehr kosten kann, aber kein absolutes High-End-Modell, dann würde ich zu Lexa 1000-fach Professional greifen. Wer jetzt aber sagt, es geht wirklich nur um den Preis und ich möchte wirklich das günstigste haben, das es überhaupt nur gibt, da mittlerweile wirklich mein Rat, Finger weg von No-Name-Produkten, denn selbst Markenprodukte sind unglaublich günstig geworden. Bestes Beispiel dafür aktuell, das ist die SanDisk Ultra mit 80 MB pro Sekunde. Gibt es bei Amazon gerade sogar für nur 8 Euro und das ist wirklich ein unglaublicher Preis. Teilweise oder normalerweise für 11,99 €, aber selbst der Preis ist wirklich super gering. Das heißt, ihr seid hier bei unter 30 Cent teilweise, die ihr für 1 GB nur noch zahlt.
Also da kann mir keiner mehr sagen, die Karte wäre irgendwie für ihn noch zu teuer. 8 Euro, wenn man sich eine 200-Euro-Kamera oder so holt, ist selbst das locker vertretbar. Performance ist echt gut. Also Lesen kommt ja sogar auf über 80 Megabyte pro Sekunde, sogar über 90. Schreiben kommt immer ein bisschen auf die Kamera drauf an. Aber ich sage mal, im Schnitt ist sie etwa 50% langsamer als die Top-Modelle, die wir hier oben nochmal aufgereiht haben. Also um die 35, 40 Megabyte pro Sekunde in Kameras könnt ihr locker noch schaffen. Das reicht auch für Serienbildaufnahmen im RAW-Format immer noch gut aus. Da kann man noch so 3 Aufnahmen etwa pro Sekunde machen. Für den Preis, wie gesagt, absolut top. Wer sich jetzt denkt, ha, die Preise können sich da aber auch schnell ändern, der hat natürlich recht. Bei uns in der Bestenliste auf der Webseite gibt es auch nochmal aufgelistet alle Informationen zu den Speicherkarten, stündlich aktualisierte Preise und dementsprechend auch Preis-Leistungs-Rankings. Also wer nochmal schnell reinschauen möchte, welche Karte ist gerade empfehlenswert, der klickt einfach schnell auf valuetech.de, geht auf die SDAC-Bestenliste. Findet ihr natürlich auch nochmal hier unter dem Video verlinkt.